Hallo Leute. Eifersüchtig auf meine schicke neue Telefonhülle? Ist ziemlich cool, ich weiß. Yep. Ich weiß, wie ich Lanas Hülle übertrumpfen kann. Du brauchst eine durchsichtige Handyhülle. Male sie mit weißer Farbe an. Das muss nicht super dick sein. Nur so dick, dass sie als Grundierung dient. Sobald sie trocken ist, nimmst du Thermonagellack. Mach solche Tropfen drauf. Und verteile alles mit einem Pinsel. Geh mit dem Pinsel streifenweise nach unten, wenn du kannst. Es wird dann so aussehen. Aber du musst auch eine Klarlackschicht auftragen. Sehr schön. Wenn es trocken ist, drück drauf. Siehst du, wie sich die Farben ändern? Ja, ich treffe dich nach dem Unterricht, okay? Oh, wo hast du die Hülle her? Misst sie die Temperaturen oder so? Das ist die coolste Hülle ever. Der Unterricht ist vorbei. Zeit für eure Handys. Lasst das Texten und Scrollen beginnen. Ja, ich muss meins holen, aber wie soll ich das denn finden? Hä? Woher wusstest du denn, dass das deins ist? Ach, meine Mama. Hallo? Ist für dich. Hallo? Ja, ist für dich, Kylie. Hallo? Hallo, Mama. Ach, Mann, die Telefone sehen alle gleich aus. Ist meins da drin? Ah, Bingo. Und jetzt sind nur noch zwei übrig. Dieses Selfie ist abscheulich. Aber das hier ist schlimmer. Problem gelöst, denke ich. Ich kann nicht zulassen, dass das nochmal passiert. Schneide einen Schwamm in Stücke. Genau so. Nimm die Hülle von deinem Handy ab und lackiere sie mit deinem Lieblingsnagellack. Zufällige Kreise funktionieren am besten. Und natürlich muss auch Glitzer drauf. Nimm den Schwamm und tupfe alles ab. Siehst du, wie sich das Ganze vermischt? Wiederhole den Vorgang ein paar Mal. Und so bekommst du eine coole Textur. Jetzt nimmst du einen Zahnstocher und benutzt ihn, um weiße Politur zu verspritzen. Oh, das sieht ziemlich cool aus, oder? Noch einmal abtupfen. Und zu guter Letzt trägst du Klarlack auf. Lass ihn einfach drauflaufen und dann verteile ihn überall. Jetzt warte, bis alles getrocknet ist. Ja, Selfies machen macht so noch viel mehr Spaß. Oh Mann, das ist ein Scherz, oder? Ja, sieht aus, als hättest du einen Trend gestartet, Olivia. Ja, so viel zum Thema einzigartig sein. Es ist Samstag. Oh, das bedeutet einen ganzen Tag voller Snacks. Adam, oh, der kann mich doch so nicht sehen. Ich werde später fegen. Schaut gut aus. Ja, schaut gut aus. Hey, Babe. Ach, ist der nicht süß. Ich hoffe, er kann die Krümel zu meiner Rechten nicht sehen. Auch wenn alles aktuell gut aussieht, kann eine Bewegung das alles verändern. Oh, oh. Au! Oh, das hat wehgetan. Mann, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Adam? Ist er noch am Telefon? Oh, der hat aufgelegt. Verdammt. Hey. Ich glaube, ich weiß, was da hilft. Um zu verhindern, dass dein Handy auf dein Gesicht fällt, lege ein Scrunchie längs über eine leere Handyhülle. Bring dann wieder das Handy an. Jetzt ist es wie ein Griff, siehst du? Adam, bist du das? Ach, tut mir leid. Ich war so schusselig. Jetzt kann das Handy auch nicht mehr fallen. Wie soll ich mir denn das alles merken? Oh, die Prüfung ist in 2 Stunden. Lecker Gehirnfutter. Ja, vielleicht hättest du ein Platzdeckchen hinlegen sollen.
Oh nee, das ist Lanas Telefon. Olli wird mich umbringen, wenn sie die Schweinerei sieht. Oh, sie kommt schon. Hast du mein Telefon gesehen, Adam? Was? Mensch, pass doch auf, wo du isst. Ach, sieh dir das mal an. Ekelhaft. Ja, ich fühle mich sehr schlecht, Lana. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Ich bin gleich wieder da, ja? Wusstest du, dass Nudeln Kunst sein können? Statt nasse, klebrige zu benutzen, mach doch deine eigenen. Press Zuckerpaste in eine Spritze. Das sieht doch nicht nach Nudeln aus, oder? Ach, warte mal ab. Nimm eine durchsichtige Telefonhülle und drücke die Paste in diesem Muster aus. Boah, sieht schon wie Rabennudeln aus, oder? Je mehr du drückst, desto echter sieht es aus. Füge Akzente wie kleine Spiegeleier hinzu. Och, schau dir dieses winzige Stückchen Speck an. Hey, sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Wow, sieh dir das an. Sind das meine Nudeln? Adam, Finger weg von meinen Nudeln. Hallo, Oma. Ich war seit Stunden nicht bei Instagram. Nein! Schatz, ich muss es aufladen. Ich glaube, mein Kabel ist hier drin. Wow. Welches Monster hat darauf rumgeknabbert? Kann ich mein Telefon jetzt nicht laden? Das sieht ziemlich übel aus, oder? Ah. Was um Himmels Willen war das? Ellie, ich habe dich nicht nach Hause kommen hören. Was ist denn los? Dein Kabel bringt dich zum Weinen. Na, lass mal sehen, Liebes. All das Geheule um dieses kleine Ding. Vielleicht kann Oma hier helfen. Aber natürlich, ich werde dein Kabel reparieren. Bei diesem Hack flickst du das Loch einfach. Siehst du diesen Strohhalm? Schneid ihn auf. Und dann legst du ihn um das Loch. Er sollte eng anliegen. Perfekt. Damit er an Ort und Stelle bleibt, föhne ein paar Minuten heiße Luft drauf. Dann nimm Wolle, mache oben am Kabel einen Knoten und knote weiter, dass so ein Muster entsteht. Mach dann mit einer anderen Farbe weiter. Siehst du, wie sie ineinander verschmelzen? Am Ende hast du so ein cooles Design. Vergiss nicht, das Ende abzubinden. Schön. Schneid den überschüssigen Faden ab. Und schon bist du fertig. Dein brandneues Ladekabel. Endlich kann ich mein Telefon aufladen. Oh, warte. Wird es funktionieren? Wir haben Strom, Baby. Danke, Oma. Oh, süße Träume, Omi. Oh, deine Decke ist verrutscht. Und hier ist dein Strickzeug, wenn du aufwachst. Okay, klasse. Der Test beginnt jetzt. Okay, ich kann das. Die Lehrerin ist abgelenkt. Zeit für meine Geheimwaffe. Ich drehe den Radiergummi um und da ist die Antwort. Eva, ich kann dir nicht vertrauen. Gib das mal her. Du schummelst noch nicht mal geschickt. Ja, gib mir auch den Rest davon. Okay, hier, Federtasche, ach, Lehrbuch, Klebeband, Stift. Glaube nicht, dass ich dein Handy nicht sehe. Gib das auch her. Aber hier, der Akku ist leer. Dann ist das wahrscheinlich in Ordnung. Ach, Telefon, warum lässt du mich im Stich? Warte mal kurz. Ich denke, ich habe einen Plan. Das wird großartig. Ich brauche mein Handy und ein Bild von meinem Handy.
Ich schneide den Kamerateil aus und lege meinen Spickzettel drauf. Es muss ein kleiner Spickzettel sein, damit das funktioniert. Aber ich kann ihn ja auch in der Mitte falten. Noch was Kleber auf die Rückseite des Blattes. Ordentlich draufsetzen. Und perfekt, mein Spickzettel ist versteckt. Ich bin bereit für den Test. Versteckt vor aller Welt Augen. Psst, das ist unser kleines Geheimnis. Warte, bis die Lehrerin mich hinsieht. Ja, und da ist mein Spickzettel. Ah, dieser Test wird ein Kinderspiel. Erste Frage. Fertig. Oh, das funktioniert super. Und fertig. Ich schließe dich gleich wieder. Ich hab's geschafft. Oh, ich bin fertig mit dem Test. Hm, dann lass uns mal sehen, was du alles falsch hast. Oh, das ist richtig. Auch die zweite Frage. Ach, tatsächlich, die sind alle korrekt. Oh. Hm, eine 1 plus? Du hast doch nicht geschummelt, oder? Nee, mein Handy-Akku ist doch leer. Erinnern Sie sich nicht?